Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ihr seht, ich habe uns wieder was Feines mitgebracht. Eine Pikachu V Collection, glänzendes Schicksal. Die sind jetzt ja wieder einigermaßen gut erhältlich, muss man ja sagen. Alle die, die jetzt hier, keine Ahnung, 35, 40 Euro und mehr ausgegeben haben, Leute, kauft zum UVP vielleicht ein bisschen drüber. Ihr seht, dann kommen auch wieder Produkte nach. Ich konnte mir die ein oder andere sichern und diese machen heute auf. Das ist eigentlich ein so schönes Produkt, ne? Also einen lasse ich davon auf jeden Fall zielt hier mit dem Pikachu hinten drauf. Das ist toll, ne? Also, gefällt mir wirklich gut. Die haben auch keine Kunststoffummantelung, also sind nicht foliert. Ist auch schon mal nicht schlecht hier, ne? Mit dem Klappfenster, auch eine super Sache. Oh, was habe ich mich früher darüber aufgeregt, mit diesen blöden Haken, wodurch die Karten dann beschädigt wurden. Und oftmals waren die sogar beschädigt dann da drin, weil die da reingepresst wurden. Guckt euch diese Karte an, oder? Ein Traum. Ein absoluter Traum. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Collection und auch diese Promo in Zukunft durchaus an Wert gewinnt. Wenn ich da an die andere Figuren-Collection denke, wo da auch so eine Pikachu-Figur drin war. Mit der Promo drauf. Das ist brutal, ne? Wie da die Preise gestiegen sind. Hat sich zum Glück wieder ein bisschen normalisiert. Die waren da zwischenzeitlich, glaube ich, mal auf 50 Euro. Jetzt kriegst du die auch schon wieder so für 35 oder sogar manchmal, wenn du Glück hast, ein bisschen darunter. So, dieser Haupthype ist jetzt ja, sag ich mal, schon so abgeflacht. Das ist schon gut für uns Sammler. Das ist eine feine Sache. Und ja, da freue ich mich. Ach Leute, die Karte ist so schön. Ich kann es nur immer wieder sagen. Ein absoluter Traum. 4 Booster haben wir drin. Glurak machen wir zuletzt auf. Und ja, fangen wir mal an. Ich hoffe, ihr konntet euch auch noch die eine oder andere Collection sichern. Ich sammle das Set ja nicht in Gänze, weil ich mir gesagt habe, da ist schon wieder ein Glurak V-Max drin, also ein Shiny. Das ziehst du ja eh wieder nicht und da sind eh so viele Shinies drin, dann wird das wieder so teuer. Machst du lieber hier verborgenes Schicksal voll und ja, sparst du dir dann das Geld. Ne, es gibt ja noch ein Leben um Pokémon drumherum, man wird es kaum glauben. Balduin übrigens eine wirklich schöne voller Trainerkarte. Guckt euch das Centering mal an, jetzt mal im Vergleich. Hier nochmal das Centering. Und hier des Todes. Boah, Freunde. Ja, ich sterbe hier fast. Guck, was ist das für ein Centering? Und dann hier unten, guckt euch das mal an. Seht ihr das? Wie so Schmutz drauf. Ja, Schmutz ist dieses Centering hier auch. Guckt euch das mal an. Boah. Aber eine war da vernünftig gesentert, ne? Das ist hier das Urgel. Wie kann sowas sein? Unglaublich. Und haben wir dahinter was? Ja, wir ziehen sie mal wieder. Habe ich schon gezogen. Immerhin eine Rainbow, die einzige übrigens in diesem Set. Für alle, die das Set jetzt nicht so gut kennen sollten. Pokusan, ja. Über eine Rainbow freut man sich ja eigentlich. Sollte man sich freuen, aber es ist eine schöne Karte. Aber es ist halt Pokusan, ne? Und Pokusan erinnert mich halt immer an Weg des Schems. Und boah, das Set, das tat weh. Da durfte ich das Shiny Glurak leider auch nicht ziehen. Und somit will ich das Set nicht komplettieren. Sonst sieht es da gut aus. Ist ja nicht besonders groß, aber naja. Ihr seht, überall wo Glurak drin ist, also lasse ich lieber die Finger von. Das ist einfach so. Oh, eine Reverse Rare. Silverol und dahinter wenigstens eine Holo. Wir meinen eine Holo, Freunde. Ja, die Collection hat sich auf jeden Fall schon mal dank dem Pokusan gelohnt, auch wenn ich die Karte schon habe. Ja, mal eine Rainbow. Ja, bei einer Rainbow sagt man nicht nein, ne? Viel Spaß mit dem Code, macht was raus. Warum hätte es nicht mal ein Glurak sein können? Oder wenigstens eine schöne Full-Art-Trainerkarte. Sei es nur ein Balduin oder am besten hier der Geraldine. Ja, den habe ich leider auch noch nicht gezogen. Nur auf Japanisch. Wobei mir japanische Karten an sich sowieso besser gefallen als deutsche. Ja, wieder ein Reverse Rare. Und dahinter Jan Mega. Alles andere als Mega. Last Pack Magic. Glurak soll und muss es richten.
Übrigens, glänzendes Schicksal, hier hinten seht ihr noch im Hintergrund. Top-Trainer-Box, glänzendes Schicksal, die ihr gewinnen könnt. Das Gewinnspiel, das läuft noch, läuft schon seit anderthalb Monaten. Endet, wenn ich 750 Abonnentinnen und Abonnenten hier auf diesem Kanal habt. Videos verlinke ich euch am Ende des Videos, also die ihr kommentieren müsst, damit ihr dann dementsprechend mitmachen müsst. Alles Weitere dazu findet ihr in dem Gewinnspielvideo. Auf jeden Fall mitmachen, kostet ja nichts. Und ja, wenn man so ein nettes Ding gewinnen kann, ja, fühle ich. Will ich auch mitmachen. Ja, hier ist das Centering, hier passt es wieder einigermaßen. Und Tuch von Team Yell und Befehl vom Pseudo-Boss, nenne ich ihn. Ja, Freunde, das ist die Ausbeute. Ich denke, kann sich sehen lassen, ist in Ordnung. Zwei Reverse Rare, eine Holo und ja, Freunde, hier, ne? Eine schöne Rainbow, die einzige übrigens in diesem Set, wie gesagt, und ja, habe ich leider schon. Gut, ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Macht auf jeden Fall beim Gewinnspiel mit. Checkt Insta aus, bleibt mir gewogen, bleibt gesund, bleibt stabil. Alles Liebe, alles Gute, euer Pokeknecht90. Ciao.